Liebe Frau Gallmann, ganz herzlichen Dank für diese Einführung. Ich möchte überhaupt daran erinnern, dass Sie für die Familie Mann auf der literarischen Ebene sehr lange sehr viel getan haben. Und dafür möchte ich mich Ihnen bei Ihnen herzlich bedanken. Liebe Damen und Herren, ich freue mich über Ihr zahlreiches Erscheinen. Jetzt muss ich erstmal meine Brille anziehen. Sie haben in der Einführung ja schon gehört, dass ich meinen Titel aus Aktualität, aus Druck wirklich der Situation geändert habe und möchte gleich damit anfangen. Der Kampfruf Democracy Will Win von Thomas Mann Anfang 1938 bei einem Interview auf einer seiner letzten Schiffsfahrten in die USA vor der endgültigen Übersiedlung. Der Kampfruf vor seiner dortigen mehrmonatigen Lecture-Tour, die er da vorausschickte, galt damals dem gemeinsamen Widerstand der aller demokratisch gebliebenen Staaten, besonders gegen das bedrohlich zum Krieg aufrüstende nationalsozialistische Deutschland. Thomas Manns erkennbar strukturierter und in sich geschlossen wirkender und heute auch hochaktueller Vortrag »The Coming Victory of Democracy« war vor allem an die amerikanische Bevölkerung gerichtet, welche renitent in ihrer isolationistischen Tendenz und ihrer Skepsis gegenüber einem Krieg gegen Hitler verharrte. Nach seinem relativ späten Wandel vom Monarchisten zum überzeugten Demokraten ging es Thomas Mann im amerikanischen Exil vor allem darum, an der Seite von Präsident Roosevelt diese Zweifel auszuräumen und seine Hörer von der Wichtigkeit eines Kriegseintritts gegen Hitler zu überzeugen. Sehr anders stellt sich Thomas Manns grundlegende demokratische Neuorientierung nur 4 Jahre nach dem Untergang der Monarchie in seiner Rede von Deutscher Republik vom Sommer 1922 dar. Deren erster Anstoß erfolgte durch Manns Auseinandersetzung mit dem Werk des amerikanischen Dichters, Essayisten und Journalisten Walt Whitman, einer der einflussreichsten amerikanischen Lyriker des 19. Jahrhunderts. Mann kannte Whitmans Schriften nur aus der kommentierten deutschen Übersetzung seines Freundes Hans Reisiger. Thomas Mann ließ sich durch Whitmans Lektüre auf Anhieb in den Bann der transatlantischen Gegenwelt zu der sich neu formierenden und noch tief in den Kinderschuhen steckenden jungen Demokratie Deutschlands ziehen. Dabei spürte er in Deutschlands Dämmerzustand zwischen Monarchie und Demokratie rasch, dass die neue Welt als Verfechterin eines neuen Menschenbildes ohne monarchistische Bevormundung inzwischen ein grundlegend wichtiges Vorbild für Deutschland sein könnte. Hatte er doch bereits in den Betrachtungen eines Unpolitischen hellseherisch vorausgesagt, dass das fragile Europa und insbesondere Deutschland nach dessen Niederlage im Ersten Weltkrieg Gefahr liefe, bald in ein politisch verderbliches Fahrwasser zu geraten, was das immerhin dann in einer horrenden Weise dann auch eintraf. Der Auslöser für eine eigene Stellungnahme Thomas Manns zu Whitmans neuartiger Gedankenwelt war ein Ereignis, welches die noch sehr junge Weimarer Republik zutiefst erschütterte und ein großes Stück weit auf sich selbst zurückwarf. Es war die Ermordung des liberalen Politikers und Reichsaußenministers Walter Rathenau durch rechtsradikale Antisemiten am 24. Juni 1922. Thomas Mann wollte in seinem Schock den reaktionären Kräften etwas Grundlegendes über Humanität und Demokratie entgegensetzen. In den kommenden Sommermonaten entstand die Rede von Deutscher Republik. Sie sollte als Beitrag zu einer Festschrift zum 60. Geburtstag von Gerhard Hauptmann im November erscheinen. Mann trug den Text etwa einen Monat vorher im Berliner Beethoven-Saal öffentlich vor. Also jetzt vor ziemlich genau 100 Jahren.
Von Deutscher Republik war der Versuch, sich denjenigen Kritikern entgegenzustellen, die Manns Abkehr von den Betrachtungen eines Unpolitischen als Gesinnungswandel ablehnten. Dagegen beteuerte der Autor, er setze mit seinem Plädoyer für die republikanische Idee von Walt Whitman die Linie der Betrachtungen konsequent und ohne Bruch in die Gegenwart fort, und er bezeichnete sich selbst weiterhin als Konservativen. Nichtsdestoweniger schien der ungewohnt neue Begriff Republik bei so manchen früheren politischen Weggenossen Thomas Manns, besonders bei der sich der nationalsozialistischen Position annähernden, Anstoß zu erregen, so wie ihm umgekehrt seitens der Sozialdemokraten viele Sympathien entgegenflogen. Was Thomas Mann mit Republik oder republikanisch meinte, zeigte sich besonders an den Stellen, an denen er sich auf Walt Whitman berief. Republikanisch war das politische Thema der Stunde im Kontrast zu dem im Ersten Weltkrieg untergegangenen Feudalismus. Die wahrscheinlich für die größte Empörung von rechts sorgende, geradezu klassische Stelle der Rede lautete dementsprechend: Die Mächte sind fort, der Staat ist unser aller Angelegenheit geworden. Wir sind der Staat. Wobei mit Staat nicht so etwas wie ein überindividueller Ameisenstaat gemeint war. Er stellte mit dem Blick auf die USA zumindest ansatzweise die freie Verbindung freier individueller Menschen dar, so wie dies in der Präambel der US-amerikanischen Verfassung steht. We the people. Dementsprechend wurden in der Rede auch die Begriffe Republik und Demokratie fast synonym verwendet. Zitat: Mein Vorsatz ist, ich sage es offen heraus, euch, sofern das nötig ist, für die Republik zu gewinnen und für das, was Demokratie genau genannt wird und was ich Humanität nenne. Und was, wie es bald heißt, das ist das Motto dieser Tagung hier, so wenig wie die Demokratie geleugnet werden darf, wie jede innere Tatsache. Dennoch wird deutlich, Manns sich neu formierendes Bekenntnis zu der in Weimar noch morgendlich dämmernden Demokratie begründet Thomas Mann, ähnlich wie noch in den Betrachtungen, immer noch nicht wirklich politisch, sondern vor allem humanistisch und kulturästhetisch. Er argumentiert nicht mit der Novemberrevolution von 1918 und nicht mit der Tradition der Aufklärung, und ihm ist auch noch nicht das Ende der am Ende seines Democracy-Vortrags von 1938 aufscheinende praktische und soziale Aspekt der amerikanischen Staatsführung durch deren Präsidenten Roosevelt präsent, der mit seiner Politik des sozialen Einschlags wegen dafür garantiert, dass, wie es dann 1938 heißt, die soziale Erneuerung der Demokratie die Bedingung und Gewähr ihres Sieges. Der Text von Deutscher Republik dagegen ist inhaltlich noch sehr stark durchdrungen von der innerlich reflektierenden Ebene, ähnlich wie die Betrachtung eines Unpolitischen, vom Geist des Ästhetizismus im Sinn von George, des Vitalismus Whitman und der Romantik Novalis. Dort treffen wir noch nicht, wie 1938 in The Coming Victory of Democracy, die etwas verwegen überschießende Bezeichnung Endsieg der Demokratie, und auch noch nichts von einer über allem schwebenden Zeitlosigkeit derselben. Die ganze Republikrede ist ein mutiges, groß angelegtes Zeichen des demokratischen Aufbruchs und Neuanfangs mit allen damit verbundenen Unsicherheiten, suchend, tastend, aber dafür umso lebendiger und mehr affektbetont. Die gärende Phase einer Versuchsrepublik wird nicht nur im Sinne der Gesetze der Logik auf der Bewusstseinsebene reflektiert, sondern diese Reflexion wird auch gesteuert durch die aus unserem Vorbewusstsein stammende, mehr emotional getönte Intuition und Inspiration.
Was sagt uns der tastende und verhalten leidenschaftliche Aufbruchscharakter dieser bemerkenswerten Rede heute, genau 100 Jahre nach deren Abfassung? Ich denke, gerade jetzt, nach dem Zeitenbruch am 24. Februar 2022, sagt sie uns vielleicht sogar wieder mehr und deutlicheres aus als zuvor, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das liegt daran, dass wir an diesem schwarzen Tag des 24. Februar schockartig aus der Komfortzone der Demokratie in eine wahrhaft geopolitisch pandemische Bedrohung hinaus katapultiert oder, wenn Sie so wollen, hinauskatapultiniert worden sind. Nichts ist seitdem, wie es vorher war. Erinnert es, ungeachtet aller entscheidenden Unterschiede zwischen Weimar und heute, nicht doch wieder etwas mehr an den schwankend unsicheren Zustand der neuen gefährdeten Republik inmitten eines schon in den frühen 20er Jahren von nationalistischem Gift durchseuchten Europa. Schlagartig seit jenem Spätwintertag 2022 tobt gegenwärtig nach 80 Jahren Friedensillusion in Europa ein totaler Krieg von Tod und Verwüstung gegen ein Deutschland fast benachbartes Land, wobei dieser Krieg keineswegs nur dem einen Land der Republik Ukraine gilt. Er wird vielmehr stellvertretend sozusagen als Vorposten von ganz Europa, letztlich sogar für die ganze freie Welt, ganze freie westliche Welt geführt. Es ist ein Krieg gegen die Demokratie. Ja, wie sich zuletzt auch immer mehr zeigt, gegen die menschliche Zivilisation schlechthin. Der zweite Aspekt dieses Zeitenbruchs besteht in unserer seitdem schlagartig, radikal und unumkehrbar veränderten Beziehung zum Aggressor Russland. Wir wissen jetzt endlich, dass und vor allem warum dieser Aggressor diesen Krieg stellvertretend gegen uns alle führt. Angesichts der inneren Tatsache unser ganzes Denken bestimmenden humanistischen Menschen- und Weltbild. Und wir wissen auch, dass wir uns jahrzehntelang von diesem neoimperialen Aggressor und wohl auch von uns selbst haben blenden und gängeln lassen, auch aus eigener Schwäche, aus einem Knäuel unentwirrbarer Ursachen und Motive. Erstens wohlstandsbedingte Arglosigkeit und Blauäugigkeit. Zweitens ökonomisches Profitstreben nach preisgünstiger Energie im Sinn von Wandel durch Handel oder vielleicht richtiger Wandel durch Misshandel. Und drittens schließlich spielt unterschwellig immer noch auch eine nicht zu unterschätzende Rolle unser auch nach 80 Jahren uns lähmendes Schuldbewusstsein wegen unserer sogar Doppelschuld gegenüber Russland und sogar besonders gegenüber der Ukraine und Weißrussland als wesentliche Einfallsschneisen zu Hitlers gesamtsowjetrussischen Vernichtungskrieg mit zusammengenommen 27 Millionen Opfern durch den Nazi-Überfall am 22. Juni 1941. Zum besonderen Fokus heute auf die Republik Ukraine gehört vor allem das dortige gegenwärtige leidensvoll dramatische Geschehen sowie dessen einschneidende historische Hintergründe. Dabei herausragend die Massenkundgebungen zwischen November 2013 und Februar 2014 auf dem Euromaidan, dem Platz der Unabhängigkeit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Zeitgleich auch mit dem Beginn des russischen Krieges in der Ostukraine und der russischen Annexion der Halbinsel Krim, zu einer Zeit, als wir hier im Westen noch alle ahnungslos mit Russland als politischem Partner Handel trieben und freundschaftlich verkehrten. Denn auf jener sich durch Monate hinziehenden Massenkundgebung 2013-14 wurde nicht nur gegen den korrupten und russlandtreuen Präsidenten Jakubowitsch
protestiert mit mehrfache Tote und Verletzte fordernden Straßenschlachten mit der Polizei. Die unzähligen, namenlos bleibenden Menschen aus der ganzen Ukraine fühlten sich, so wie bereits viel früher, aufgrund ihres Nationalstolzes und ihres Unabhängigkeitsstrebens generell, alle eng miteinander verbunden. Sie lebten während dieser langen Zeit der Protestbewegung auf dem Maidan eng zusammen. Sie verpflegten sich gegenseitig, diskutierten, rezitierten, lasen, sangen und musizierten und sie verharrten, anders als wir Wohlstandsbürger hierzulande, in einer Stimmung angespannter Kriegsangst und unerschütterlicher, aber bewegter Zukunftshoffnung. Es war eine breite, einheitliche Bewegung und es waren trotzdem lauter einzelne Menschen, die sich gegenseitig schützten und stützten, einander mit Essen versorgten und einander Mut machten. Jeder Einzelne in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhalt zählte. Jede und jeder. Wirkliche Demokratie beginnt immer im Kleinen, bevor sie geopolitische Dimensionen annimmt. Deshalb ist es nicht weiter abwegig, sich vorzustellen, dass und wie die dort damals versammelten Jugendlichen Thomas Manns von Deutscher Republik gelesen und verstanden hätten. Möglicherweise fühlten sie ähnlich, wie es Thomas Mann selber 1922 angesichts des sich auf dünnem Eis bewegenden demokratischen Nachkriegsdeutschland empfunden hatte. Der fast schwärmerisch wirkende Satz in Manns Rede drückt es deutlich aus, Zitat, dass Humanität mir kein erlesener und gedachter, sondern erlebter Gedanke ist, dass man große Dinge in kleinem Maßstab erleben kann. Ich habe Kunde gegeben von dem Geheimnis meines Herzens. Und dann weiter, das Bedürfnis des Staats ist das dringendste Bedürfnis für den Menschen, um Mensch zu werden und zu bleiben, bedarf es eines Staats. Ganz ähnlich ist es auch vorstellbar, dass 1949, als nach den Jahren des Zurückgeworfenseins, des Überlebenskampfes und der Neuorientierung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, unser aus heftigen internen Kämpfen in den Bonner parlamentarischen Ausschüssen hervorgehendes neues demokratisches Grundgesetz als Geschenk an uns neue Staatsbürger empfunden wurde. Und wieder 40 Jahre später in einem vergleichbaren Flow, als im Zuge des 10-jahrzehntelangen Aufbaus und der Festigung der Demokratie in der Bundesrepublik auch das Wagnis der sogenannten Montagsdemonstrationen im ostdeutschen Leipzig, welcher knapp vorbei an einem Massaker wie dem 4 Monate zuvor auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens den Weg zur Demokratisierung Ostdeutschlands und ganz Osteuropas mitebnete und vorbahnte. Aber dann, 2015 spätestens, nach dem Scheitern des arabischen Frühlings und dem Beginn der Flüchtlingsbewegung aus dem Nahen Osten, schienen die Sternstunden der vergangenen Jahrzehnte doch einmal ein Ende zu haben. Es erfolgte die große Umkehrung, aus der heraus sich alles wieder rückläufig gegen gegendemokratisches Denken und Handeln entwickelte. Neue, viel zu lang versteckt gebliebene politische Entwicklungen in Russland nach dem Untergang der Sowjetunion haben der bisher frei gebliebenen Welt gefährlich schleichende ökonomische Abhängigkeiten und Verflechtungen und ideologische Infiltrierungen durch besonders perfide Wühlarbeit aus dem Spinnennetz des Kreml beschert. Durch Wahlmanipulation, Cyberattacken und Fake News und durch die von dieser Seite weltweite versteckte Finanzierung rechtsextremer Parteien in Frankreich, Deutschland, England und Holland und so weiter und in der schon lange zunehmenden Verwahrlosung der US-amerikanischen Demokratie wäre ohne Putins Zutun ein pathologischer Parvenu wie Donald Trump nie Präsident geworden. Mitsamt den bis heute unabsehbaren Schäden durch die
Ende 2020 gestoppte Katastrophe seiner vierjährigen Präsidentschaft. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder weiß diese deprimierende Rückwärtsbewegung unserer Demokratie in seinem 2018 erschienenen Weltbestseller Der Weg in die Unfreiheit, Russland, Europa, Amerika, kenntnisreich, brillant, aber auch tief beunruhigend aufzurollen. Die Chronik der schleichenden Manipulation und Vergiftung unserer Gesellschaft beginnt in den Jahren 1999, 2000, dem Ende der innenpolitisch chaotischen Zwischenepoche Russlands unter Michail Gorbatschow und Boris Jelzin nach der Auflösung der Sowjetunion. Als tonangebender Hauptakteur tritt nun die Figur des anfangs mausgrau unauffälligen KGB-Offiziers in Dresden mit dem Spitznamen Giftzwerg, Wladimir Wladimirowitsch Putin, auf den Plan. Gemeinsam mit seinen Siloviki, seinen aus ehemaligen KGB-Genossen, Mafiosi und sogenannten Treuhändern und alten Seilschaften, skrupellose Handelsunternehmer, Privatbanker und sonstiger Geschäftsleute, bestehenden harten Männern, wie sie hießen, schafft der neue Machthaber Putin mit Hilfe eines weit verzweigten Oligarchennetzes und eines Geflechts aus Korruption, Lüge, Gewalt und Machtbesessenheit einen expansiven KGB-Kapitalismus, um damit Amtsträger im Westen zu kaufen und gefügig zu machen. Dazu auch ein sehr wichtiges neueres Buch von Catherine Belton, Putins Netz, London 2020. Putins Grund, wenige Jahre nach seinem Amtsantritt im Jahr 2000, mehrere ehemalige Sowjetstaaten militärisch anzugreifen, 2008 Georgien und seit 2014 dauerhaft die Ukraine und die Kaukasusrepublik Tschetschenien sogar von 2000 durchgehend bis 2009, war Putins Antwort auf den unbeugsamen Willen der betreffenden Staaten nach Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Putins Idee, die vor Jahrzehnten untergegangene Sowjetunion nicht nur wiederherzustellen, sondern sie mit beträchtlichen Gebietserweiterungen zum neoimperialistischen Klassenstaat eines einheitlichen und großen heiligen Russland auszubauen, geisterte wahrscheinlich schon seit dem Untergang der Sowjetunion in seinem Kopf. Jedenfalls bezeichnete er bereits 2005 das Ende der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Das, was wir uns in 1000 Jahren erarbeitet haben, war zu einem bedeutenden Teil verloren, sagt er. Dieses Schulbeispiel des zum pseudoklerikalen Polizeistaat heruntergekommenen Russland, außer nur bei der nur zur Zeit der Sowjetunion immer unter der Knute der unheiligen Allianz zwischen Zar und Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, macht die simple und starre Grundstruktur einer Autokratie besonders deutlich. Autokratie ist ein monolithischer Herrschaftsapparat, erweitert durch ein scheinparlamentarisches Einparteiensystem ohne erkennbare Gewaltenteilung. Es ist das Gegenstück zur Demokratie schlechthin. Denn das entscheidende Merkmal der Demokratie ist, dass diese nicht wie die Autokratie nur aus einem Mantel, einem Herrschaftsapparat von Gesetzen und Bestimmungen und aus den sie verwaltenden und ausübenden Herrschaftsorganen besteht. Demokratie zeichnet sich besonders durch ihren menschlich und politisch wirksamen inneren Kern aus. Innerer Kern, innere Tatsache. Dieser innere Kern besteht sowohl aus der historischen, philosophischen, ethisch-religiösen und wissenschaftlich-psychologisch begründeten freien und wirksamen bzw. selbstwirksamen Willensbildung aller zu einer Demokratie gehörigen Staatsbürger. Thomas Mann hat nur vier Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs auch für Deutschland und das europäische Festland den Weg weg von der autokratischen Unausweichlichkeit zu Freiheit und zum demokratischen Wandel mitsamt seinen Chancen und Risiken vorgezeichnet. Wenn wir uns bei der heutigen
massiven weltweiten Herausforderung und Bedrohung unserer Demokratien von außen und von innen unserer immensen Verantwortung voll bewusst werden wollen, dann sind wir auch 100 Jahre nach der Rede von Deutscher Republik erst recht dazu verpflichtet, uns nicht nur auf die Betonung der Sonnenseiten der Geschichte der Demokratie zu beschränken. Wir müssen auch den Mut dazu aufbringen und uns schonungslos zu deren bisher weitgehend tabuisierten Schattenseiten zu bekennen. Ich meine damit einmal, dass die amerikanische Revolution der glorreichen ältesten demokratischen Verfassung moralisch teuer erkauft worden ist, mit dem über Jahrhunderte verübten Massaker an Millionen von indigenen Einwohnern sowie mit dem Unrecht der sukzessiven Enteignung von deren gigantischen Lebensräumen von Küste zu Küste. Als gleichermaßen menschenverachtend hat sich die Kolonialpolitik der europäischen Staaten auch noch nach deren Wechsel zur humanistisch-demokratischen Lebensform erwiesen, bis diese Staaten nach und nach alle dazu gezwungen wurden, ihre Kolonien zu räumen. Auch jetzt, nach der Jahrtausendwende, ist zwar neu, dass sich besonders in der nachwachsenden jungen Generation der meisten westlichen Länder das Bewusstsein ausbreitet, dass der durch die Industriestaaten verschuldete Klimawechsel und die Umweltverschmutzung ein zu hoher Preis ist für die angeblich unverzichtbare Aufrechterhaltung unseres anspruchsvollen Lebensluxus und dass die Folgen unserer Überproduktion vor allem in Afrika den absehbaren Tod von Millionen von Menschen durch Hunger und Seuchen fordern wird. Aber niemand, auch die junge Generation nicht, hat bisher eine Idee, wie diese Katastrophe jetzt noch rechtzeitig abgewendet werden könnte. Aber gerade dieser Widerspruch zwischen dem humanitären Anspruch und der menschlich allzu menschlichen Wirklichkeit dürfte die sich vom freien Westen alleingelassen und verraten fühlenden Völker der Dritten Welt umso leichter in die Arme verbrecherischer, neoimperialer Staatenblöcke treiben, wenn sich bei unseren Demokratien nicht etwas drastisch ändert. Die beschämende Geschichte der tiefen Schuld, die sich die Pioniere der großen demokratischen Idee, aber ohne ausreichenden Bezug zu tiefen existenziellen Werten aufgeladen haben, zeigt, wie anfechtbar diese wunderbare und an sich heute mehr denn je lebenswichtige Idee gegenüber menschlichen Unzulänglichkeiten ist. Deshalb ist es das Gebot der Stunde, dass wir bei unserem geschlossenen Widerstand gegen nationalistischen, rassistischen Überlegenheitswahn, Hass und Gewalt bei uns selbst anfangen, im Kleinen, Alltäglichen, dass wir vor unserer eigenen Tür kehren, an andere denken und nicht nur immer an uns, dass wir immer wieder neu Geduld, Demut und Selbstbesinnung aufbringen müssen und immerfort lernbereit bleiben. So muss jeder Einzelne in seiner Mitverantwortung füreinander und für unseren Globus immer in Verbund aller an unserer Baustelle Demokratie so lange wie möglich nach Kräften mitarbeiten, bis wir alle irgendwann doch etwas noch einigermaßen Glaubwürdiges zustande bringen, das den Namen Demokratie wirklich verdient. Angesichts unserer realen Situation sah sich Winston Churchill bald nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dazu veranlasst, in seiner berühmten Rede im britischen Unterhaus die Demokratie als die schlechteste aller Regierungsformen zu bezeichnen, abgesehen von allen den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Dieser geistreichen, aber vielleicht doch etwas statisch anmutenden Wendung möchte ich jetzt zum Schluss eine mehr pragmatische aus drei sich einfach aneinander fügenden Schritten bestehende Lösungsformel hinzufügen. Democracy must learn.
Democracy must change. Democracy will win. Vielen Dank.